Der Kimono. Fließend, elegant und voller Mythen. Ein Kleidungsstück, das Tradition und Moderne in Einklang bringt, das Generationen verbindet und in dem sich die Geschichte einer ganzen Kultur widerspiegelt. Er schmückt die Frauen. Und jede Japanerin hat in ihrem Leben schon einmal einen Kimono getragen. Kyoto, Hauptstadt des Kimonos. Hier im weltberühmten Gion-Viertel entwickelte sich vor Hunderten von Jahren die Geisha-Kultur. Geishas sind Gesellschafterinnen, die japanische Bräuche formvollendet zelebrieren. Der Kimono ist Teil dieser Tradition und bei keiner Frau kommt er so prachtvoll zum Ausdruck wie bei der Geisha. Oshaya ist 17 Jahre alt und lässt sich hier zur Geisha ausbilden. Bevor sie den Kimono anlegt, schminkt sie sich. Erst nach ihrer Ausbildung wird sie auf die weiße Schminke verzichten dürfen, die nach alter Tradition Unberührtheit und Unschuld symbolisieren soll. Der Kimono einer Geisha ist etwas ganz Besonderes. Er wird aufwendiger gebunden als gewöhnliche Kimonos und besteht aus viel mehr Stoffschichten. Auch der Obi, so nennt man den breiten Gürtel, der am Rücken zu einem Polster gebunden wird, ist sehr viel prachtvoller. Ohne einen Assistenten könnten die Mädchen den Kimono gar nicht anziehen. Diese Prozedur macht ihnen aber auch immer wieder deutlich, dass sie etwas ganz Außergewöhnliches am Körper tragen. In dieser Tracht zieht man immer den Blick der anderen auf sich. Man muss also aufpassen, dass man sich gut benimmt. Ständig hat man das Gefühl, beobachtet zu werden. Dadurch trägt man immer eine gewisse Spannung in sich. Aber es ist auch ein sehr schönes Gefühl, denn wir sind als Geisha-Schülerinnen etwas ganz Besonderes und sehr mit der Tradition Japans verbunden. Heute leben im Gion-Viertel nur noch um die 150 Geishas. Früher waren es einmal 3000. Vor allem Touristen zieht es mittlerweile in das Viertel. Wenn die Geisha-Schülerinnen in ihren kostbaren Kimonos und den hohen Holzpantoffeln zu ihren Teezeremonien tippeln, wirken sie wie ein Relikt aus einer fernen Zeit. Doch an den Teepartys mit einer Geisha hat sich bis heute nichts geändert. Tanz und Konversation stehen im Vordergrund. Anders als früher ist diese Zeremonie keineswegs nur Männern vorbehalten. Auch Familien und Frauen können dieses Erlebnis buchen. Jede Geisha besitzt mehrere Kimonos. Und jedes Gewand ist ein Einzelstück aus feinster Seide, handbemalt. Der Kimono ist ein kunstvoller Blickfang, eine Art Leinwand für typisch japanische Motive, wie zum Beispiel Kirschblüten oder poetische Landschaften. Die Seidenmalerei ist ebenfalls ein Kunsthandwerk, das in Kyoto gepflegt und aufrechterhalten wird. Für den sogenannten handbemalten Yusen-Kimono treffen hier aus ganz Japan Aufträge ein.
Zwischen 6 Wochen und einem halben Jahr dauert die Arbeit an der 12 Meter langen Stoffbahn, aus der ein Kimono besteht. Getragen wird er vorwiegend bei besonderen Anlässen wie Hochzeiten oder Schreinfesten. Ein Yusen-Kimono kann mehrere 10.000 Euro kosten. Die Kunden sind heute wählerischer. Die Geschmäcker sind sehr verschieden und wir versuchen, jedem Wunsch gerecht zu werden. Früher hat man ein bestimmtes Muster getragen, egal ob alt oder jung, Mann oder Frau. Heutzutage will jeder etwas Eigenes. Die Leute wünschen sich eben einen Kimono, den die anderen nicht haben. Amami Oshima, eine kleine japanische Insel 2000 Kilometer südlich von Tokio. Eine paradiesische Insel, die von großstädtischen Einflüssen nahezu unberührt ist. Hier wird seit Jahrhunderten der handgewebte Kimono hergestellt, der sogenannte Tsumugi. Anders als der handbemalte Seidenkimono besteht der Tsumugi aus einem Stoff, in den das Muster eingewebt wird. Ursprünglich diente er als Arbeitskleidung. Doch im Laufe der Geschichte wurde er immer edler und feiner. Durch die aufwendigen Muster und die besondere Färbemethode erhält der Tsumugi seinen exklusiven Charakter. Hirokazu Minami und seine Frau Aiko leben schon seit 30 Jahren auf Amami. Er hat das Unternehmen selbst aufgebaut und es in all den Jahren zu einer der größten Kimono-Produktionen auf der Insel gebracht. Es ist eine sehr mühevolle Arbeit, die man, wenn man den Stoff anfasst, spüren kann. Wir versuchen, die besondere Atmosphäre von Amami Oshima in den Kimonos zum Ausdruck zu bringen. Ich habe das Glück, sehr oft einen Tsumugi-Kimono tragen zu können. Der Tsumugi ist eine außergewöhnliche Volkstracht. Hirokazu Minami ist ein sehr gewissenhafter Geschäftsmann. Er überprüft regelmäßig die einzelnen Arbeitsschritte, die nötig sind, um den hochwertigen Seidenstoff für den Tsumugi-Kimono herzustellen. Bereits die Bearbeitung der Seidenfäden für den Tsumugi-Stoff ist einzigartig. Vor der Färbung werden die einzelnen Fäden mit einem Kleber aus Algen, die es nur auf der Insel gibt, verhüllt. Dadurch wird die Seide härter und kann so die Farbe besser annehmen. Ökologisch einwandfrei. Hier wird alles im Einklang mit der Natur hergestellt. Hier wird die Seide auch immer noch so gefärbt wie vor Hunderten von Jahren. Daran hat auch die Globalisierung nichts geändert. Die Rinde des japanischen Taichigi-Baumes dient als Grundlage für die Färbung der Seide. Die zerstückelte Rinde kommt für 14 Stunden in einen Zuber mit kochendem Wasser, das den typisch rötlich-rostigen Farbton annimmt. Die Stoffstücke sind aus Seiden- und Baumwollfäden zusammengesetzt. Die Baumwolle umfasst die Seide an manchen Stellen, sodass diese Stücke von der Baumrindenfärbung unberührt bleiben. So können später einzelne Fäden individuell, also mit unterschiedlichen Farben, getönt werden. Der Färbevorgang wird 30 bis 40 Mal wiederholt, bis der Stoff die dunkelrote Farbe angenommen hat. Das Tsumugi-Geschäft läuft nicht mehr so gut wie früher. Der Tsumugi ist teuer, die Produktion aufwendig und zeitintensiv. Dennoch halten die Inselbewohner an ihrer Tradition fest. Der Tsumugi ist mehr als nur ein Broterwerb. Er ist ein Grund, für den es sich zu leben lohnt. Jeder Vierte hat hier früher in der Tsumugi-Industrie gearbeitet. Diesen Kimono gibt es schon seit 1300 Jahren. So lange wird hier schon auf diese Art und Weise gefärbt. Das einzigartige Seidenschlammbad gibt es nur hier auf Amami. 3 bis 4 Mal werden die Stoffbahnen durch das schmutzig-braune Wasser gezogen. Der Schlamm ist sehr eisenhaltig.
was dazu führt, dass die Seide die braun-schwarze Farbe gut aufnimmt. Die Erde auf Amami ist sehr eisenhaltig. Der rindengefärbte Stoff wird im Schlamm gebadet und so vermischen sich das rote Tannin der Baumrinde und das Eisen des Schlamms und ergeben die dunkle Farbe. Wenn es nur einmal durch den Schlamm gezogen wird, wird nur die Oberfläche der Seide eingefärbt. Deshalb ziehen wir die Seide mehrfach durch den Schlamm. Durch das Eisen quillt die Seide um 40% auf. Dadurch wird die Seide auch gleichzeitig weicher. Wenn die Fäden schließlich die dunkle Farbe angenommen haben, geht es weiter. Da das Tsumugi-Muster nicht aufgemalt, sondern eingewebt wird, müssen die einzelnen Seidenfäden vor dem Weben erneut gestaltet werden. Die Arbeiterin trennt die Baumwollfäden, die vor dem Färbeprozess in die Seidenbahnen eingewebt wurden, wieder von der Seide. Dann bemalt sie diese von der rötlich-schlammigen Färbung unberührt gebliebenen Fäden Stück für Stück. Ein mühsamer Prozess, der den besonderen Charakter des Tsumugi-Kimonos auf Amami Oshima prägt. Nachdem das Färben abgeschlossen ist, kann der Stoff für den Tsumugi gewebt werden. Natsuyu Sakai ist 64 Jahre alt und webt seit über 40 Jahren. Die Weberin kennt die Geschichte des Kimonos sehr gut und sie schätzt die Vorteile, die das traditionelle Kleidungsstück in sich birgt. Japanische Frauen haben nicht so schöne Kurven wie Europäerinnen. Der Kimono versteckt die Mängel der Figur und lässt die Frau hübscher aussehen. Ich unterrichte auch in einer Kimono-Schule hier auf Amami und zeige den jungen Mädchen, wie man mit dem Tsumugi umgeht und welch schönes Gewand er ist. Die jungen Leute haben seit kurzem ihr Interesse für den Kimono wiederentdeckt. Und ich bringe ihnen bei, wie man das Gewand trägt. Um die 1200 einzelne Fäden benötigt eine Weberin für die aufwendigen Muster des Kimonos. Etwa 2 Monate sitzt sie an ihrem Webstuhl, um die Stoffbahnen herzustellen, die man für einen Kimono braucht. Zusammen mit ihrer 84-jährigen Nachbarin, die am Spinnrad die Fäden auf eine Kordel zieht. Heute arbeitet sie an einer Stoffbahn mit einem schwarz-weißen Muster. Anders als der bemalte Seidenkimono ist der Tsumugi farblich wesentlich gedeckter, schlichter und zurückhaltender. Zum Schluss werden 8 Teile aus der Stoffbahn ausgeschnitten und zusammengenäht. Ein Kleidungsstück, das einfacher nicht gestaltet sein könnte. Kein anderes Gewand lässt sich so leicht an alle Körpergrößen anpassen. Daher wird der Kimono auch innerhalb der Familien immer weitergegeben. Ein Vorteil vom Kimono ist, dass 3 Generationen ein und denselben Kimono tragen können. Ein anderer Vorteil ist, dass er einen geraden Schnitt hat. Das heißt, verschieden große Menschen können ihn tragen.
Und selbst wenn der Kimono abgetragen ist, wird er niemals weggeworfen. Aus den Stoffteilen werden noch Kinderkimonos, Handtaschen, Geschenkverpackungen oder Tischsets gefertigt. Während der Tsumugi hauptsächlich auf Amami hergestellt wird, ist Kyoto die Hochburg für den Seidenkimono. Auch wenn der Kimono aus dem Alltag weitestgehend verschwunden ist und die Modetrends aus dem Westen das Straßenbild beherrschen, sind die Japaner ein sehr traditionsbewusstes Volk. Bei besonderen Gelegenheiten würden sie nie auf den Kimono verzichten. In Kyoto leben nicht nur die bekanntesten Seidenmaler, sondern auch die berühmtesten Obi-Künstler. Der Obi ist die Stoffbahn, die den Kimono wie ein breiter Gürtel zusammenhält. Koho Tatsumura ist der berühmteste Obi-Künstler der Stadt. Er hat eine eigene Werkstatt, in der dieses Kimono-Accessoire gestaltet und gewebt wird. Der Obi ist alles andere als nur ein einfacher Gürtel. Er ist das kostbarste Teil dieser Tracht und wertet damit jeden Kimono auf. Der Kimono und der Obi bilden zusammen eine Art Kunstwerk. Es gibt ein altes Sprichwort, das besagt, wenn man zu einem teuren Kimono einen minderwertigen Obi trägt, dann wirkt auch der Kimono nicht mehr teuer. Aber man kann auch andersherum durch einen guten Obi einen Kimono aufwerten. Je nachdem, welchen Obi man auswählt, also welche Farbkombinationen in ihm enthalten sind, verändert das auch immer die Wirkung eines Kimonos. Koho entwickelt erst die Muster und kombiniert dann die verschiedenen Farbtöne. Er ist mit dieser Kunst so berühmt geworden, dass sogar die japanische Königsfamilie schon bei ihm bestellt hat. Seit über 30 Jahren beschäftigt er sich mit der Kunst der Obi-Herstellung. Auch seinen Sohn hat er in die Geheimnisse seines Metiers eingeweiht. Er hofft, dass dieser die Tradition am Leben erhält. Über die künstlerische Gestaltung hinaus hat der Obi auch einen stark symbolischen Wert. Der Obi hält den Kimono und wird hinten am Rücken gebunden. Das Wort binden bedeutet im Altjapanischen unter anderem auch Geburt. Auch Wörter wie Tochter und Sohn entstammen diesem Wort. Es geht also um die Bindung zwischen den Menschen. Das Besondere am Obi ist für Koho die Kombination der Farben. Ändert sich die Grundfarbe des Kimonos, ändert sich auch die Wirkung des Obis. Viele Obis sehen aus wie bestickt, doch jeder Obi ist gewebt und gewinnt dadurch eine ungewöhnliche Dreidimensionalität und eine geradezu magische Aura. Da der Kimono im Alltag eher selten getragen wird, gibt es immer weniger Frauen, die sich mit dieser Tradition auskennen. In ganz Japan eröffneten deshalb im Laufe der vergangenen Jahre immer mehr Kimono-Schulen. Dort können Japanerinnen lernen, wie man den Kimono trägt und was es mit der Geschichte des Kleidungsstückes auf sich hat. So einfach der Kimono geschnitten ist, so schwer ist es, ihn alleine anzuziehen.
Der Faltenwurf und die Länge müssen stimmen. Die verschiedenen Schichten des Stoffes dem Körper richtig anzupassen, ist eine Kunst für sich. Und es gibt ein ausgeklügeltes Regelwerk für das Tragen eines Kimonos, das sich dem Außenstehenden nur schwer erschließt. Erstmal gibt es den Furisode, den langärmeligen Kimono. Diesen Kimono tragen nur die unverheirateten Frauen bis zur Hochzeit oder wenn die Mädchen 20 Jahre alt werden, bei der Volljährigkeitsfeier. Der Tomesode ist der Kimono mit den kurzen Ärmeln. Diesen tragen nur verheiratete Frauen. Die Ärmellänge schwankt zwischen 75 und 95 Zentimetern. Heute sind die Kimonos mit sehr langen Ärmeln am beliebtesten. Der Kimono kam ursprünglich über China nach Japan, vor etwa 1500 Jahren. Damals wurde der einfache Baumwoll-Kimono häufig als Alltagskleidung getragen. Während der Edo-Periode im 17. Jahrhundert gewann der Kimono an kultureller und künstlerischer Bedeutung. Die Geisha-Kultur feierte ihren Höhepunkt und auch zu besonderen Festlichkeiten wurden die edlen Kimonos zunehmend von wohlhabenden Japanern getragen. Die Bewegungsfreiheit ist bewusst eingeschränkt. Durch den eng anliegenden Stoff können sich die Frauen nur langsam bewegen. Sich hinsetzen und wieder aufstehen kann man ebenfalls nur ohne hektische Bewegung. Es geht um Eleganz und Bescheidenheit. Wer einen Kimono trägt, nimmt sich zurück, fällt nicht auf, zeigt nichts von seinem Körper, seiner Privatheit. Im Straßenbild wirkt der Kimono wie ein Fremdkörper. Ein Kleidungsstück, das nicht in diese schrille, laute Zeit zu passen scheint. Einige Anlässe, den Kimono zu tragen, gibt es auch heute noch. Zur Volljährigkeitsfeier, bei Schrein- und Tempelfesten, zur Teezeremonie und zur Hochzeit. Ein anderes jährlich stattfindendes Ereignis ist die große Kimono-Queen-Wahl in Tokio. Veranstalter dieses Wettbewerbs sind die Kimono-Schulen. Die Schülerinnen können nun unter Beweis stellen, was sie gelernt haben. Die jungen Frauen hier tragen die Kimonos ihrer Großmütter und zeigen damit auch Respekt und Bewunderung. Der Kimono wird über drei Generationen weitergegeben. Von der Großmutter an die Mutter und von der Mutter an die Tochter. Darüber freut sich die gesamte Familie. Gekürt wird das gesamte Erscheinungsbild. Frisur, Make-up, Accessoires, Körperhaltung, Gang. Aus ganz Japan kommen vor allem junge Frauen angereist, um für den begehrten Titel anzutreten. Nicht allen geht es dabei um die Pflege der Tradition, sondern auch darum, einmal im Rampenlicht zu stehen und sich vom Publikum bewundern zu lassen. Junge Frauen schaffen es nach der Vorauswahl in die nächste Runde. Jede versucht, ihren individuellen Stil zu präsentieren.
Es sind auch einige Männer und Kinder dabei. Sie laufen allerdings außer Konkurrenz. Tokio, Weltstadt mit 12 Millionen Einwohnern. Das ökonomische und kulturelle Zentrum Japans. Eine Boomtown, in der die modernste Architektur zu finden ist und in der Vergnügen und Geschäft ganz nah beieinander liegen. Eine Stadt, in der sich das Chaos wohl organisiert hat und arbeitsame Geschäftigkeit den Alltag bestimmt. Wie sehr interessiert man sich hier für Traditionen? Welche Rolle spielt der Kimono in der Industrie heute noch? Akiko Setogawa arbeitet als Designerin bei einem der führenden Textilhersteller Japans. Hier wird Kleidung im westlichen Stil für junge Leute produziert. In jeder neuen Kollektion hat auch der Kimono seinen festen Platz. Er ist aus Polyester und deshalb erschwinglich. Besonders zum Volljährigkeitsfest, das jedes Jahr im Januar stattfindet, steigt die Nachfrage für die preisgünstigen Kimonos. Diese Polyester-Kimonos werden von allen gern getragen, vom Kleinkind bis zum Senior. Sie sind robuster als Seidenkimonos. Sie halten Wasser und Schweiß ab. Man kann sie also öfters waschen, was natürlich einfacher ist als beim Seidenkimono. Die Pflege des Kunstfaser-Kimonos ist viel praktischer. Und es ist auch kein Problem, ihn im Regen zu tragen. Einige Japanerinnen müssen ja den Kimono von Berufswegen tragen, wie zum Beispiel Kellnerinnen oder Frauen, die in der Tourismusbranche oder im Verkauf arbeiten. Für sie ist ein Seidenkimono, da sie den Kimono jeden Tag tragen müssen, zu aufwendig in der Pflege. Die Polyester-Kimonos sind also einfach sinnvoll im Alltag. In dieser Fabrik läuft alles maschinell und ohne großen Aufwand. Aus den Stoffbahnen, die hier monatlich produziert werden, lassen sich über 2000 Kimonos herstellen. Die Endfertigung findet in eigenen Betrieben statt. Da der Vertrieb des Kimonos ohnehin nur eine Nische ist, muss die Produktion möglichst billig und leicht zu verkaufen sein. Akiko Setogawa macht regelmäßig Qualitätskontrollen. Die Japanerin weiß, dass mit dem Kimono nicht das große Geschäft zu machen ist. Deshalb ist es umso wichtiger, dass sich das Design an aktuellen Trends orientiert. Da unser Polyester-Kimono ein Massenprodukt ist, müssen wir darauf achten, dass das Muster möglichst vielen Menschen gefällt. Deshalb haben wir uns für einfache Muster entschieden und für Farben, die aktuell in Mode sind. Im Sommer sind es meist die helleren Töne, Pastellfarben wie rosa oder hellgrün. Im Winter eher etwas gedeckter. Doch bei den Volljährigkeitsfeiern wird alles getragen. Da wollen die Mädchen ganz besonders aussehen.
Und gerade weil diese Kimonos nicht aus einem hochwertigen Stoff bestehen, also aus Polyester statt Seide gefertigt sind, müssen wir keine klassischen Muster entwerfen. Im gesamten japanischen Textilmarkt macht der Kimono etwa nur 5% aus, aber mit steigender Tendenz. In allen großen Kaufhäusern Japans gibt es eine Kimono-Abteilung. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Vom einfachen Baumwollkimono über den handgewebten Tsumugi bis hin zum teuren, individuell bemalten Seidenkimono. Die Preise reichen von 70 bis zu 60.000 Euro. Der einfache Baumwoll- und der Polyester-Kimono werden wegen des erschwinglichen Preises am häufigsten verkauft. Immer mehr Menschen, die beruflich mit dem Kimono zu tun haben, stellen fest, dass das Interesse am Kimono größer geworden ist. In Zeiten, in denen alles schneller und beliebiger wird, scheint es eine Sehnsucht nach einer unverwechselbaren kulturellen Identität zu geben. Ich denke, dass es einen Trend gibt, die alten kulturellen Seiten Japans wiederzuentdecken. Auch die Medien, Fernsehen und Zeitschriften setzen sich mit diesen Themen auseinander. Und da sich die jungen Leute an den Medien orientieren und davon beeinflussen lassen, entwickeln sie wieder mehr Interesse für die japanischen Bräuche. Sogar an den Universitäten sieht man immer mehr junge, moderne Frauen im Kimono. Einige Studentinnen haben sich für einen Kurs in japanischem Brauchtum angemeldet. Die Rituale der japanischen Teezeremonie sind besonders beliebt. Eine traditionelle Teezeremonie ohne Seidenkimono wäre undenkbar. Meist ist es ein Erbstück der Mutter oder Großmutter. Streng wacht eine ältere japanische Dame über ihre Schülerinnen. Sind sie korrekt gekleidet? Bewegen sie sich bescheiden und anmutig? Selbst das Rutschen auf den Knien folgt einer klar geregelten Choreografie. Es ist schön, die alten japanischen Bräuche wiederzuentdecken. Diese Rückbesinnung auf unsere Wurzeln schafft auch ein Stück nationale Identität. Bei der Zeremonie bewirtet man Gäste und diese Gastgeberphilosophie kann man im Alltag nicht so einfach erlernen. Man macht sich darüber nicht so viele Gedanken, wann ein Gast zufrieden ist und wie man ihn erfreuen kann. Hier hat man die Gelegenheit, diese Feinheiten des Zeremoniells zu erlernen. Bei der Teezeremonie wird nichts dem Zufall überlassen. Jede Bewegung ist wohl kalkuliert. Die Art und Weise, wie man die Utensilien hält, wie man den grünen Tee zubereitet, brüht und schließlich trinkt. Etwa 20 Minuten dauert der Teeaufguss. Zum Abschluss gibt es einen Keks, der ebenfalls auf eine bestimmte Weise verzehrt wird.
Die Papierserviette verbirgt man zum Schluss unauffällig in einer der Falten des Kimonos. Der Kimono gehört ganz wesentlich zur Teezeremonie, die Teil unserer Kultur ist. Wenn ich den Kimono trage, bin ich mir sehr bewusst darüber, dass ich an dieser Tradition teilnehme. Der Kimono fühlt sich an wie eine Uniform und gibt uns während der Teezeremonie vor, wie wir uns verhalten müssen. Wie fühlt es sich denn an, einen Kimono zu tragen? Das ist doch bestimmt ungewöhnlich für euch. Am Anfang ist es nicht so einfach, sich an die eingeschränkten Bewegungen zu gewöhnen. Es ist schon etwas ganz anderes, ob man eine Jeans oder einen eng anliegenden Kimono trägt. Reglementierte Teezeremonie auf der einen Seite, größte Individualität auf der anderen. In Tokio vereinen sich die Gegensätze von Tradition und Moderne am schrillsten und kompromisslosesten. Hier schließt sich nichts aus. Doch auch im kosmopolitischen Tokio, in dem Moden täglich neu erfunden werden, bleibt das Bewusstsein für die eigene Geschichte präsent. Tsumori Shisato gehört zu den einflussreichsten Modedesignerinnen Japans. Ihre bunten Kleider sind weltweit bekannt. Ob in New York oder Paris, der trendbewusste Modefan kennt ihr Design. Und obwohl sie westliche Kleidung kreiert, hat auch sie eine kleine Kimono-Kollektion in ihrem Programm. East meets West. Es ist eine Frage der Balance. Man kann traditionelle Muster nehmen und sie umändern. Stoffe können durch eine neue Struktur dann sehr modern aussehen. Genauso ist es mit den Farben. Man muss nur ein paar Farben ändern und schon hat man etwas sehr Zeitgemäßes und Persönliches. Ich mache auch Designs mit Kimono-Mustern für westliche Kleidung. Also westliche Kleidung im Kimono-Stil. Ich finde, man kann die traditionellen Muster so einbauen, dass sie Bestand haben. Es mag befremdlich wirken, aber ich finde nicht, dass ich damit unsere Kultur abwerte. Tsumori Shisato ist nicht die einzige Modemacherin, die den Kimono in ihr Design integriert. In ihrem Laden mitten auf Tokios teuerster Flaniermeile zeigt sie, dass sich alt und neu keineswegs ausschließen. Sie präsentiert den Kimono ganz selbstverständlich neben ihren westlichen Kleidungsstücken. Immer wieder lassen sich auch die internationalen Designer von dem traditionellen japanischen Gewand inspirieren. Auf der Trendliste stehen Kimono-ähnliche Muster und Schnitte ganz oben. Zum Beispiel bei Sommerkleidern, Blusen oder als Oberteil in Kombination mit Jeans. Die Muster, die starken Farben und die Lässigkeit dieses Kleidungsstückes haben auch Tsumori Shisato überzeugt, mit dem Kimono zu arbeiten. Selten sieht man so viele Kimono-Träger an einem Ort wie bei den traditionellen Schreinfesten in Japan. Bei diesen religiösen Zeremonien tragen sogar die Männer die klassischen Pantoffeln und ihren Baumwoll-Yukata, eine leichtere Variante des Kimonos. Jeder trägt an diesem Tag den Kimono.
ob klein, groß, zwei- oder vierbeinig. Doch einer der wichtigsten Anlässe, einen Kimono anzuziehen, ist die Hochzeit. Der weiße Hochzeitskimono, der Ushikake, ist eine schwere, komplett weiße Robe aus Seidenbrokat. Obwohl er nicht einfach zu tragen ist, entscheiden sich manche Bräute für dieses Gewand, weil es von einzigartiger Schönheit ist. Das hat mit unserer japanischen Identität zu tun. Der Kimono ist ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur. Die Hochzeiten unserer Freunde werden eher im westlichen Stil gefeiert. Wir wollten einfach mal was anderes machen und ganz japanisch heiraten. Die Shinto-Zeremonie folgt einem feststehenden Ablauf. Geheiratet wird in einem Restaurant mit Hochzeitszimmer. Der mehrlagige Hochzeitskimono ist für die Frau eine anstrengende Angelegenheit. Er wiegt 20 Kilo. Glücksverheißende Motive wie Kraniche oder Pinien zieren das Hochzeitsgewand. Die auffällige große Haube symbolisiert die Zugehörigkeit zum Mann. Wenn man es im normalen Leben eher gewohnt ist, Business-Kostüme zu tragen, ist dieses weiße Gewand auch für eine Japanerin eine neue Erfahrung. Es ist schwer zu erklären, wie sich das anfühlt, diesen Kimono zu tragen. Am ehesten wohl so, als ob man 3 Futons um sich gewickelt hat. Verheiratet darf die Frau dann auch erstmals in ihrem Leben den edlen schwarzen Tomisode anziehen. Dieses Gewand ist die formalste Variante des Kimonos. Die Tracht zu tragen bleibt für jede Japanerin immer ein besonderes Ereignis. Und so wird dieser Zauber aus Seide auch niemals aus der asiatischen Welt verschwinden.